Hallo, Schluss mit Augenringen, Fältchen und geschwollenen Augen. Wer will das nicht? Ich begrüße euch zum heutigen Video. Guck mal da, die Monstera hat sich durch den Vorhang gequält. Hier habe ich ja schon lange nicht mehr gedreht, das an meinem Schminktisch. Ich habe jetzt den Vorhang umgedreht. Ihr seht leider nur noch die Rückseite, weil ich hier ja eigentlich kaum noch filme. Die Blümchen sind jetzt auf andere Seite, ne? Habe ich mehr von. Aber darum geht's gar nicht, weil ihr habt im Intro schon was ganz Großartiges gesehen. Ich komme mir heute vor wie bei, wie heißt das, QVC? Ich glaube, ne? Nee, aber ihr kennt meine Yepoda-Videos, ne? Und ihr wisst, seit über einem Jahr benutze ich nur noch Yepoda so. Und jetzt haben die was Neues auf den Markt gebracht. Ich habe es euch letztes Mal schon ganz kurz angeteasert. Und nur ist sie da, the Eye Cream. Ich weiß, dass einige von euch die schon gekauft haben und auch schon benutzen. Und unterm letzten Video habe ich auch schon öfter die Frage bekommen, wie finde ich sie denn? Ja, erstmal hier in meiner Hand. Und ich habe geantwortet, das kommt im nächsten Video. Ja, here we go. Hier sind wir. Da ist sie. Habt ihr schon gesehen? Habe ich euch schon ganz kurz gezeigt. Und ich würde sie euch heute nicht nochmal zeigen, wenn ich nicht A, eine Review geben kann, nach ungefähr 4 Wochen Benutzung. Ich sagte ja, es dauert bei mir immer etwas. Und wenn es nicht wieder Prozente gäbe, es gibt Prozente und noch ganz andere großartige Angebote, die ich auch ganz kurz anreißen werde. Das sind Angebote, da müsst ihr einfach mal gucken. Pass auf, ich sag das nur mal. Und zwar, The Full Glow Set. Ne? Da ist Calm Balm Bubble Double Mist Health Repair Hero Cetox My Make My Day Cream Midnight Magic. Dieses ganze Paket für 169 statt 254 Euro. Und dann noch meine Prozente, kannst du drüber nachdenken. Oder The Slow Aging Set sind auch Set mit The Calm Balm, The Bubble Double, The Glow Hero, The Eye Cream, The Midnight Magic, The Timeless Moments. Das ist ein 5er-Set für 146 Euro. Na, kriegst du 5 Sachen, die du brauchst, um frischer auszusehen. Vorher war 181, 146 meine Prozente, kannst du ausrechnen. Und das Travel Set, was ich euch mal angeboten habe, gibt es jetzt statt 201 Euro für 139 minus meine Prozente, die ich natürlich unten verlinke. So, und die Eye Cream kostet 35 Euro minus die Prozente, die du hast. Und zu der kommen wir jetzt. Ich will euch da ein bisschen was vorlesen, weil das kann sie sich nicht merken. Ist eine alte Fru. So, pass auf. Ich habe bei der Vorstellung gesagt, dass darin ein pflanzlicher Schneckenschleim ist. Schneckenschleim in herkömmlicher Art und Weise kann nicht pflanzlich sein. Macht jedem irgendwie Sinn, oder? Aber es gibt einen Ersatzstoff, der die gleiche oder ähnliche Wirkung hat. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich meine, es hat eine ähnliche Wirkung. Diese vegane Augencreme verwendet Phytomucin. Eine komplett pflanzliche Alternative zu Schneckenschleim. Ich werde mal googeln, was Phytomucin ist. Und das schreibe ich euch dann hier hin, wenn ich es nicht vergesse. Dank dieser Zutat wird deine Haut genährt und ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt, was feine Linien reduziert und Falten vorbeugt. Und sie hat 7 starke Wirkstoffe in sich, die Schwellungen und dunkle Augenringe verhindern. Aber ich sehe fresh aus, ne? Machen wir Brille ab. Was ich finde, lass uns gleich mal was Positives sagen. Guckt euch mal andere Videos an. Da habe ich so ein bisschen puffy hier, ne? So, ist da so, nicht Augenringe, weil ich habe keine sehr dunklen Augenringe. Die sind jetzt auch nicht mit Concealer oder so bearbeitet. Was ich aber durch meine Allergien habe, ist oft, dass ich hier drunter so wabbel, wabbel, schwabbel, schwabbel habe. Und ich habe im Moment stark mit Allergien zu kämpfen. Und? Wie sieht's aus? Gut aus, ne? Na, kannst du mal sehen, ne? Guck. Sogar noch mit Vergrößerung. Also, das Ding ist Slow Aging. Ne? Krähenfüße beugt es vor. Ba, ba, ba. Hyaluronsäure ist drin und Squalen und all dieses Zeug. Reduziert Schwellungen. Da ist nämlich Koffein drin. Ne?
Schwellung. Haben wir da nicht eben von gesprochen? Jetzt weißt du Bescheid. Und verbessert die Durchblutung in den Blutgefäßen und lässt dadurch dunkle Augenringe verschwinden. Top. Dann ist natürlich wieder Nuschte drin. Also ich meine, da ist viel drin, aber nichts, was uns schadet. Also keine Silikone, keine Parabene, keine PEGs, kein Mikroplastik, kein Mineralöl, kein Formaldehyd, keine Sulfate und kein austrocknender Alkohol. Jetzt bist du platt. Und 1% unseres Umsatzes spenden wir an Umweltprojekte. Das sage ich, nee, sage ich nicht jedes Mal. Ist aber so bei Yepoda und das finde ich so, ich wollte gerade sagen, sau sympathisch. Nee, sehr sympathisch. Und alles ist im Glastiegel. Hier drin sind... Moment. Mutter guckt. Wollen wir nichts Falsches sagen, ne? Ja. Hallo? Yepoda, kannst du das mal für solche Frauen wie mich? 15 Milliliter. Ganz klein. Gut, dass ich neuerdings Brillenträger bin, sonst hätte ich das im Leben nicht gefunden. Also es sind schon mal 5 Milliliter mehr, als in den meisten Augencremes drin sind. Weil da sind meist, jedenfalls bei denen, die ich habe, 10 Milliliter drin. Also schon mal Hälfte noch mal so viel. Vegan, habe ich gesagt, natürliche Wirkstoffe, koreanische Kosmetik, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wo es nur um Augencreme geht. Da hieß das Thema, brauchen wir Augencreme oder brauchen wir sie nicht? Die Frage ist echt schwer zu beantworten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich sie brauche, weiß ich nicht. Aber ich kann was Gutes für mich tun, wenn ich sie benutze. Denn die meisten Tagescremes haben so gute verträgliche Inhaltsstoffe, dass das Zeug nicht in die Augen kriecht. Ich bin aber der Meinung, wenn ich eine Augencreme morgens benutze, bin ich wacher. Also die Augen fühlen sich entspannter an. Das erreiche ich mit meiner normalen Tagescreme nicht. Ist bei dieser auch und deswegen glaube ich, ist sie auch blau. Weil blau verspricht Freshness und die macht fresh morgens. Könnt ihr mir glauben. Ist eine tolle Konsistenz. Also ich benutze sie jetzt schon lange. Ist ein bisschen hell, ne? Gucken mal so. Nein. Warum ist denn das so hell hier? Na, ist egal. Ist jedenfalls eine Creme. Ich zeige es euch mal. Aber ihr seht, guckt mal, wie reichhaltig. Na, kannst du schon sehen. Und ihr braucht wirklich, in der Anleitung steht Erbsengröße. Guck mal. Siehst du, wie gesättigt die Haut ist? Da steht drin Erbsengröße. Leute, das braucht ihr nicht. Mit dem, was ihr eben gesehen habt, mit der Menge, das ist eine Fingerspitze, mache ich einen Punkt da und einen Punkt hier. Weil ich bin ja Raucherin und ich habe ja diese feinen Raucherlinien über den Lippen. Sieht man so? Ich sehe sie jeden Tag ganz deutlich. Und da mache ich die drauf. Und Leute, das tut gut. Also richtig gut. Ich habe das Gefühl, so im Laufe der Zeit, dieser ganze Oberlippenbereich fühlt sich gesättigter an, besser an, nicht mehr so dröge. Na und unter den Augen habe ich euch gezeigt, braucht man nicht drüber reden, oder? Soll ich euch mal näher ranholen? Moment. So, guck. Könnt ihr das sehen? So ist, also ich habe keinen Concealer drauf. Normalerweise mache ich hier immer so ganz klein wenig Concealer in den Schatten. Also ich klatsche mir das hier nicht direkt unter die Augen, sondern tippe mir hier was hin, damit dieser dunkle Bereich ein bisschen verschwindet. Aber sobald ich den Kopf hebe, ist er eh weg. Und diese Trennsäcke heißen die, ne? Finde ich, sind super flach geworden. Ist das überzeugend genug oder was muss ich noch sagen? Ich bin zufrieden. Sie ist, jetzt habe ich drauf gepatscht, ich doofi. Ich finde sie A, reichhaltig, B, sehr, sehr pflegend, sehr, sehr pflegend, C, verträgt sich mit jedem Make-up, was ich habe. Ich benutze ja nur BB-Creme, ne, wisst ihr hier. Bei der Alle muss ich mir neue kaufen. Das ist ja von Misha die Creme. Die benutze ich nur noch, also ich nehme gar kein Make-up mehr, sondern
BB-Creme seit bestimmt auch schon über einem Jahr. Haben wir sie wieder, ja. Also pflegend, reichhaltig, verträgt sich mit jedem, was du da drauf trägst. Sie kriecht nicht in die Augen, finde ich ganz wichtig, weil ich habe massiv empfindliche Augen, nicht nur wegen der Allergien, sondern insgesamt, sobald irgendwas am Auge ist, was da nicht hingehört, habe ich Tränenfluss bis zum Abwinken. Nein, das macht sie nicht. Ich habe sie aus Versehen, stoffelig wie ich bin, mal ins Auge gekriegt. Es brennt nicht. Es irritiert, weil jede Substanz, die ins Auge kommt und dann nicht hingehört, irritiert das Auge. Aber es brennt nicht. Es hat nicht dazu geführt, dass mein Auge in irgendeiner Form wehgetan oder geschmerzt hat. Dann habe ich das Gefühl, ich benutze sie morgens und wenn ich dran denke, in meiner Routine abends, weil nachts regeneriert sich die Haut und natürlich auch die unter den Augen. An den Lippen sehe ich mehr Fortschritt als an den Augen, aber meine Augen waren noch nie arg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Falten nicht schlimm. Wenn da Falten sind, dann gehören die da auch hin, weil das ist mein Leben. Wenn da Falten sind vom Rauchen, die gehören da nicht hin, da kann man mal was gegen machen. Aber ich habe diese Beulen unter den Augen verloren. Guckt noch mal ein Video von vor 4 Wochen. Könnt ihr selber gucken. Ich mag sie. Und ich weiß, dass sie mir bestimmt noch fast ein Jahr reicht. Ganz ehrlich. Und Erbsengröße brauchst du nicht. Du brauchst wirklich nur das, was ich gemacht habe. Ich dippe da immer rein. Diese Menge, das ist keine Erbsengröße, reicht massiv für beide Augen und meine Oberlippe. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Dann braucht ihr wahrscheinlich noch weniger, wenn ihr die nicht für die Oberlippe nehmt. Aber eine tolle Sache. Und den Rest mache ich immer um meine Hände. Weil Hände verraten das Alter einer Frau sofort. Da kannst du noch so schnieke aussehen. Nee, aber ganz ehrlich, Leute, die lohnt sich. Und jeder, der auf meine Review gewartet hat, hier habt ihr sie. Tolles Produkt. Karton schmeißt jetzt auch weg. Aber nicht mehr, habe ich nur fürs Video aufgehoben. Richtig, richtig klasse. Von mir 100 pro, Daumen hoch. Habe ich jemals eine bessere Augencreme gehabt? Wenn ich eine benutzt habe, dann ich habe ganz oft gar keine benutzt, weil ich ja seit über einem Jahr schon die Puder-Hautpflege benutze. Und ich finde es gut, dass es die jetzt noch gibt. Können wir noch mal so ein little bit extra draufhauen? Also von mir 100%. Link unten in der Infobox. Jeder, der sie schon hat und zum Geburtstagspreis gekauft hat, Glückwunsch. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber sagt es in den Kommentaren. Lasst es andere wissen. Und ich glaube, ihr könnt euch auf mich verlassen. Wenn ich das sage, dann ist es auch so. Weil sonst würde ich sie nicht benutzen, würde sie irritieren, wäre sie doof oder sonst was, gäbe es die auf meiner Haut nicht. Klar. So, nutzt das Angebot, haut rein, schreibt in die Kommentare, Däumchen hoch, Abo, alles das nur, um mir zu helfen. Ist so. Ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Wir wachsen ja stetig weiter und vielleicht wird das ja doch noch mal was mit uns hier. Alles klar, ihr lieben süßen Mäuse. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende und habt es fein bis Mittwoch. Tschüss!